Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Project Sipping, heute mit anderen Reaktionen zu der Extra für euch. Und zwar reagieren wir auf Maestro, auf sein neuestes Musikvideo, Komm. Bevor ihr dieses Video anschaut, vergesst also auf jeden Fall nicht ein Abo dort zu lassen, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Und damit würde ich sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen an. Also ich finde den Beat im Hintergrund gerade mega geil. Es ist sehr aggressiv. Ja, aber... Also wisst ihr, ich meine so halt lauter, starker Rap, meine ich. Ja. Ich bin einfach gespannt, was jetzt kommt. Ja. Und doch wenn es weh tut, ich hab vieles verloren. Ihr seid getrieben von dem Geld, ich getrieben vom Zorn. Ich war noch klein, Vater hat sein Heim verlassen. Muss der Mann zu Hause sein, ich kannte nie Designer sein. Ich fand es gerade richtig geil, ihr seid getrieben von keine Ahnung was und ich bin getrieben von Zorn. Ja, ja, ja. Das fand ich gerade, also die Line fand ich gerade richtig gut. Ich finde allgemein gerade die Lines gut, also. Ja, finde ich auch gerade echt gut. Ich muss weitermachen, lernte für die Schule nebenbei, musste ich ein paar klatschen. Ja, es stimmt, ich hab mein Abi mit nem Einserschnitt. Stimmt, ich war nie ein Kanake, der ein Haiwan ist. Ich trug ne Brille, war kein Typ, der all die Weiber fickt. Alter, ich muss sagen, es ist schon voll krass irgendwie. Also ich muss sagen, ich feier den Vibe von dem Song. Alter. Ja, irgendwie so, halt so wie, also er rappt so und dann kommt setzt auf einmal der Beat so ein, aber ja, nachdem ja, er gerappt ja, hat, in dem ja. Sinne, nachdem er so die Statements gemacht hat. Ich find's gut. Ja. Ich hab die Strophen aufgesogen und die Phrasen gekippt. Ich hab mich viel zu oft geprügelt, ja, die Nase ist dick. Und wenn du denkst, ich mache Witze, komm, ich warte auf dich. Halt dein Maul, du Lappen. Oh, Leute. Das erinnert mich an dieses Jump, Jump. Ja. Ich hab's gerade auch gerade erinnert. Aber nee, ich find's eigentlich bis jetzt voll gut. So. Ich find's auch gut. Ich find gerade den Anfang von der Hook gerade mega. Ja, aber ich find auch allgemein so die Lines ja. Gerade davor. Die waren, ich find's echt gut. Die waren echt gut. Komm mit Wasser lacken. Leute, ich feier's. Ich find's auch mega echt, geil. Ich find's auch bis jetzt echt richtig gut. Das ist so ein Song, den du dir dann unterwegs anhörst und dann sagst du, boah, und dann irgendwann ja, so Aggression du fühlst dich so voll, so. Und dann so, komm. Okay. Magen leer, Koffer voll mit all dem Kummer, was für Hunger. Ich ging extra früh ins Bett, um nicht zu hungern, Bro. Ich hab Blut gespendet, kack mal auf die gute Tat. Ich musste Essen kaufen, alles wurde mit Blut bezahlt. Okay, alles wurde mit Blut bezahlt, vor allem am Ende. Okay, hart, also, nee. Ich fand gerade so leicht, der Beat im Hintergrund hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, so die Stimmung von dem Beat hat mich ein bisschen an Tamam Tamam an, also so ein bisschen an den Beat, ja, an dieses so? Aber nur so ganz leicht irgendwie, keine Ahnung. Okay. Hatte ich so gerade irgendwie im Kopf. Und auch die Stimme von ihm, so irgendwie Ähnlichkeit. Okay, dann. All die Freunde auf dem Weg, die mir das Leben bringen, waren viel mehr Bruder, als es Freunde je gewesen sind. Tickte auf die 808, Tränen sind geflossen, doch die Leiter bis nach oben hatte leider keine Sprossen, Bro. Körperfett, doch dieser Geist, der ist seit Jahren krank. Also Leute, ich feier's. Also ich ich feier's, er zerreißt gerade, ja, finde ich. Ja, ich toller so. Nee, aber ich find's auch ehrlich gesagt wirklich gut bis jetzt. Nee, das kommt in die Spotify-List. Ich hab grad gedacht, sowas, ne? Ihr sagt alles, was ich mache, ist Show. Ich bin am Lachen, aber innerlich ist alles K.O. Und am Ende muss ich keiner Seele danken für den Weg, denn ich danke nur dem Gott, der hat ihn für mich gelegt. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich find's echt geil. Ich find's auch richtig cool. Also Leute, wirklich, der Beat, das ist der Hammer und so wie der rappt einfach. So wie er rappt, so irgendwie, keine Ahnung, es hört sich einfach richtig gut an, die Stimme von ihm. Ja, es hört sich einfach geil an. Halt dein Maul, du Lappen. Komm mit Wasser lacken. Hol mir alle und ich gebe dir links, rechts ein paar Zeilen, bis die Köpfe wackeln. Leute. Ja, ich find's geil. Ich mag die Hook. Ich liebe sie. Ich finde sie auch. Ich finde allgemein die Lines von ihm wirklich, wirklich richtig gut. Ja. So, keine Ahnung, es ist schon so ein bisschen so aggressiver Rap, aber es ist so geiler aggressiver Rap. So. Ja, ja. Du kannst dich so voll Gangster fühlen, wenn du das so hörst. Auch wenn du nicht Gangster bist, du kannst auch einer sein. Also Leute, ich kann nur sagen, der Track hat mir richtig gut gefallen. Der hat mir auch richtig gut gefallen. Der Beat war nice, die Lines waren geil. Die Lines waren richtig gut. Also wirklich unnormal gut. Ja. So, keine Ahnung, es war so voll... Also ich weiß nicht, es war so voll, schon so krass, also schon so krasse Lines so, ja, also ja, es ist schon hart, krass, aber es ist so geil krass. Ja. Aber Leute, schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Ganze gefunden habt, wie ihr unsere Reaktion findet. Lasst ein Abo da, liked das Video, teilt es, folgt uns auf Instagram und Twitter auf Instagram. Project.Sibling. Sonst? Project Sibling und schaut euch unsere anderen Videos an. Genau.
Und also, damit würde ich sagen, adios. Ciao, Leute. Ciao.